Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Sabbatanbruch, ja, Freitagabend, 4. Mai 2018, gegen Viertel nach 8, die Sonne scheint gerade noch ein kleines bisschen, bevor der Sabbat anfängt, habe ich mich hier wieder eingefunden und das PDF von dem Griesinger nochmal aufgemacht und gesagt, ich möchte heute das Wochenende damit beginnen, dass ich noch meine Lesung, die 23. inzwischen, von dem Griesinger mache. Ich hatte mich letztes Mal damit vertan. Ich hatte in dem einen Papier auf der einen Seite, auf dem einen Moment, wo ich drauf geguckt hatte, das nicht von 20 auf 22 verändert. Also die letzte Lesung war die 22., obwohl ich am Anfang gesagt habe 20. Und dieses hier ist jetzt die 23. Und auch heute, so wie ihr an dem kleinen Symbol oben in Schirm sehen könnt von Skype, ist auch wieder der Bruder Michael bei mir. Über Skype bin ich mit ihm verbunden. Und wir machen auch diese Lesung wieder zusammen, weil das hat mir eigentlich sehr gut gefallen letztes Mal. Ich habe ja schon einige Erfahrungen darin, solche Lesungen mit zwei Personen zu machen. Aber bis jetzt war das immer nur im Englischen möglich. Aber jetzt habe ich mit Michael auch mal einen deutschen Bruder, mit dem es sehr schön ist, solche Lesungen zusammen zu machen. Und ich schätze seinen Input, seine Eingabe, die er auch in diese Lesung dazu beizutragen hat. Michael, herzlich willkommen und wie geht's dir? Ja, hallo Jörg und hallo liebe Abonnenten und bald Abonnenten des Kanals Joggler 66. Ich freue mich heute Abend wieder hier sein zu können. Bei uns scheint die Sonne auch und vermutlich bin ich heute Abend ganz gut dabei, denn noch ist relativ früh und da ich relativ spät zu Bett gehe, bin ich jetzt noch einigermaßen aufnahmebereit. Und ich hoffe, dass wir heute doch ein paar Seiten mehr schaffen. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Denn ansonsten haben wir nachher 50 Teile dieses Buches und dann blickt da keiner mehr durch. Eine Sache, die mir noch am Herzen liegt, ist, ich habe gestern in der gestrigen Lesung Teil 22 war es dann wohl, habe ich da gesagt, es könnte ja vielleicht mal sein, dass in ein paar Jahren jemand diese Lesungen irgendwo findet und archiviert. Da ist mir jetzt heute Morgen zu eingefallen, dass es doch vielleicht noch schlauer wäre, jetzt die Sachen mal präventiv jetzt auch schon zu speichern, was ich eigentlich auch mit fast jedem Video von dir tue. Denn man weiß ja nicht, wie lange wir das Medium da so nutzen können dürfen. Und deswegen versuche ich halt einfach auch immer möglichst auch ein Backup zu haben, für den Fall, dass ich beispielsweise mal auf dem Smartphone deine Sachen hören möchte oder halt einfach auch deine Sachen gespeichert habe, sodass ich da keine Internetverbindung für brauche, um deinen Ausführungen da zuzuhören. Ja, die Sachen sich direkt runterzuladen und zu speichern und vor allen Dingen auf einer externen Festplatte zu speichern, ist gar nicht so eine dumme Idee. Ich sage das auch immer zu vielen Leuten, weil es geht ja nicht darum, dass meine Arbeit deswegen jetzt so toll ist oder so, aber da sind schon Dinge bei, die vielleicht für die Zukunft mal relevant sein können. Und oftmals hat man so Videos, die schaut man im Internet und dann geht man ein paar Tage später wieder drauf und dann sind die weg. Ich habe das letztens mitgemacht in zwei Fällen. Nicht einem, sondern zwei Fällen. Das eine war, als ich dieses Pamphlet gelesen habe von dem Rudolf Ebertshäuser. Da hatte ich an den ersten Link den Link mit reingemacht von einem Video von dem Ebertshäuser und wurde dann darauf aufmerksam gemacht von einem der Zuschauer, dass dieses Video auf einmal nicht mehr zu sehen war. An dem Tag, als ich das Video aufgenommen habe, war es noch online. Ein paar Tage später, als ich es dann hochgeladen habe, war es anscheinend nicht mehr online. Verschwunden. Nun, ich habe aufgrund des Titels dasselbe Video auf YouTube wiedergefunden und habe es mir dann runterladen können. Und ich habe ein paar Tage später dasselbe mitgemacht, mit einem wunderbaren YouTube-Channel, der heißt Run to Christ. Ja, das ist ein Schotte, also einer, der ein bisschen schwer verständlich Englisch spricht, aber ein ganz, ganz toller Bruder, hat super Videos gemacht, unter anderem über den Familienstamm von Ignatius Loyola, weil es ja so viele Spötter gibt, die immer meinen, ja, Ignatius Loyola war ein Jude. Und er hat da also ein Video drüber gemacht, wo er die Adelslinie der Loyolas ein paar Jahrhunderte zurückverfolgt hat und eben ganz deutlich gemacht hat, dass Loyola kein Jude war. Und das Video habe ich öfter gebraucht, um diesen Spöttern das zu zeigen und auf einmal merkte ich, das Video ist offline. Na, ich merkte nicht, das Video ist offline. Ich bekam auf einmal eine Meldung, dass sein Kanal nicht mehr existiert. Den haben sie einfach gesperrt.
Der hatte seinen YouTube-Kanal ungefähr so lange wie ich, ich glaube 6 oder 7 Jahre oder sowas. Und auf einmal hat YouTube beschlossen, dass einige seiner Videos, obwohl sie schon jahrelang online standen, auf einmal gegen die sogenannten Community-Richtlinien verstoßen hat. Und genau so einen Strike habe ich Ende letztes Jahr auch bekommen mit der Lesung zum ersten Kapitel des Buches Behind the Dictators in Englisch. Das Video heißt Jesuits, Jews and Freemasons, also Jesuiten, Juden und Freimaurer, und ist seit August oder so 2016 hochgeladen gewesen, hat mehr als 15.000 Klicks und heute ist das immer noch auf YouTube. Nur wenn man da hingeht, dann muss man über so eine Warnungsseite gehen, nach dem Motto, in diesem Video wird Inhalt gezeigt, der nicht für jeden passend ist oder sowas in der Richtung. Was totaler Quatsch ist, weil ich schimpfe da nicht drin oder was, und ich spreche halt über Jesuiten, Juden und Freimaurer. Das Problem ist, und das ist von daher ganz interessant, dass wir das mal eben zur Sprache bringen, das ist genauso, wie es damals in der Inquisition war. Ich meine, ich habe ja jetzt schon vor, ja, ist ja schon bald ein Jahr her, dass ich angefangen habe, das Buch zu lesen von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Das ist ja auch das nächste Projekt, was ich auf meinem Hauptkanal hochlade, wenn die verborgene Geschichte der Jesuiten vorbei ist. Und dieses Buch in 3 Bänden und knapp 2000 Seiten beschäftigt sich mit der Geschichte der Inquisition. Und da werden wir auch drin lernen, dass in der Inquisition es eben nicht so war wie in einem, ich sag mal jetzt zwischen Anführungsstrichen, Rechtssystem, in dem wir heute leben. Nämlich, dass man davon ausgehen kann, dass man erstens weiß, wessen man angeklagt wird, von wem man angeklagt wird, dass man die Möglichkeit hat, dazu Stellung zu nehmen, dass man sich verteidigen kann und dass man vor allen Dingen unschuldig ist bis zur bewiesenen Schuldigkeit. In der Inquisition war alles genau umgekehrt. Man kannte seinen Ankläger nicht, man wusste nicht, weswegen man angeklagt war, man konnte sich nicht verteidigen, mündlich, man hatte sowieso überhaupt keinen Verteidiger zur Hand, auch nicht, ja? Und man war schuldig, bis man seine eigene Unschuld bewiesen hat, wobei einem das natürlich ziemlich unmöglich gemacht wurde. Zumal, wenn man gar nicht weiß, weswegen man angeklagt wird, ja? Und daran erinnert mich das mit dieser Community-Richtlinie auf YouTube. Weil ich hatte dann die Möglichkeit, da eine Stellungnahme zuzugeben. Und als ich dann die geschrieben hatte, dann wollte ich die abschicken. Und dann kriegte ich eine Fehlermeldung von, Ihre Stellungnahme umfasst mehr als 100 Wörter. Ja, entschuldige bitte, wie soll ich denn eine Gegendarstellung machen in weniger als 100 Wörtern? Total unmöglich, zumal ich gar nicht weiß, worum es darin ging. Und dann das Abschicken funktionierte dann auch nicht. Und dann irgendwie habe ich das dann hingekriegt. Und dann habe ich denen das zugeschickt und dann hatten die ein paar Tage später gesagt, ja, wir haben das bekommen, aber es interessiert uns nicht. Das Video bleibt gesperrt. So, das Video kann man sich immer noch anschauen heute. Aber der Punkt ist, vielleicht sollte ich da mal eben reingehen. Ich hab das ja hier, ich kann ja das mal eben aufmachen, wenn ich Ich wollte auf jetzt. meinen YouTube-Kanal gehe. Ja, wenn du was zu sagen hast, erzähl es Ja, mal, dann erzähle ich gleich weiter. also wenn du diese Lesungen dann startest mit der Geschichte der Inquisition, kannst du gerne im Hinterkopf behalten, dass das, was ich aus dem Schulunterricht kenne zur Inquisition, was extrem marginal ist, weil ich in Geschichte jetzt auch nie die große Leuchte war, was sicherlich auch mit den Lehrkörpern zu tun hatte damals, noch in Erinnerung habe, dass bei uns Hexenverfolgung und Zauberei und alles damit eine Rolle spielt hat. Aber wir haben, ich kann mich nicht daran erinnern, drücken wir es mal so aus, ich will ja niemandem zu nahe treten, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir auf der Schule beigebracht bekommen haben, dass es eine Verfolgung bibeltreuer Christen gewesen ist. Kann ich mich nicht daran erinnern so. Nein, das ist richtig. Und jetzt sehen die Leute hier im Bild in diesem Video diese Warnung. Ja, die ist jetzt zwar in Englisch hier. Ich kann also mal eben hier sehen, ob ich die Sprache auf Deutsch hier verändern kann in YouTube. Normalerweise ist es bei mir immer in Niederländisch. Und wenn wir im Deutsch, dann können die Leute das lesen. Der folgende Inhalt wurde von der YouTube-Community für einige Zielgruppen als unangemessen oder beleidigend eingestuft. Und dann kann man weitergehen zum Video oder man kann abbrechen und halt zurückgehen. Ja. Mit der Inquisition, das ist was sehr Interessantes, was du da gerade sagst, Michael. Woran ich mich hauptsächlich erinnern kann, als mir in der Schule Inquisition gelehrt wurde, da haben sie es geschafft, die römisch-katholische Kirche, die die Ketzer verfolgt hat und die Hexer verfolgt hat und die Hexen verfolgt hat, als die Guten darzustellen. Ja?
Man dachte wirklich, ja, das waren wirkliche Hexen, das waren wirkliche Satanisten oder was weiß ich. So wird Ja. einem die Inquisition in der Schule verkauft. Und das ist im Grunde das Grauenvolle und die schlimme Sache daran. Nun, Ja, schau. bevor wir da jetzt nochmal aufgehen, also drauf reingehen, ich habe jetzt hier dieses Video, ich habe das jetzt als Bild hier eben gerade, mache ich das mal hier. Jetzt gehe ich hier auch weiter und dann werdet ihr sehen, dann kann man das Video sich anschauen. Ich werde das hier gleich mal eben auf Pause setzen. Das ist natürlich Dictators. Inhalt der Spielliste, nur was fehlt hier jetzt? Man kann hier nicht mehr sehen, wie viele Videoklicks das Video hatte, also wie oft es angeschaut wurde. Man kann nicht mehr sehen, wie viel Daumen hoch oder Daumen runter es hatte. Und alle Kommentare, die damals geschrieben wurden, sind weg, sind vernichtet worden. Dann steht hier, für dieses Video wurden bestimmte Funktionen deaktiviert. Wir haben wegen Mitteilungen von Nutzern einige Funktionen wie Kommentare, geteilte Inhalte und Videoempfehlungen deaktiviert. Dieses Video enthält Inhalte, die möglicherweise für bestimmte Zuschauer ungeeignet sind oder von diesen als anstößig empfunden werden. Dann kann man weitere Informationen anklicken oder zur Startseite gehen. Man kann auch noch die Beschreibung der Videos sich anschauen. Die haben sie gelassen, wie die ich da drin habe. Aber ansonsten sind alle anderen Funktionen in diesem Video ausgeschaltet. Und der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte, hiermit war, das ist eine total, ja, wie sagt man das? Eine Sache, die von YouTube kommt, ohne dass man da jetzt irgendwie einen Eingriff, Einspruch drauf erwähnen kann, der irgendwas bringt, der irgendwelche Einwände einbringen kann, kann man überhaupt nicht. Das ist genau wie in der Inquisition. Nur der Punkt ist, drei von diesen Strikes und dein Kanal wird geschlossen. Ja? Und das kann immer mal irgendeinen geben, der meint, er müsste das Video, das du jetzt gerade hochgeladen hast, flaggen. Ja? Nach dem Motto angeben. Man kann das ja so machen. Es gibt ja so eine Flagge, die man da anzeigen kann. Und ich weiß nicht, wie viele Flaggen es braucht, bis YouTube darauf reagiert und so ein Video runternimmt. Aber eben, weil in meinen Videos, und das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich mir auf die Schulter klopfe oder so, aber in meinen Videos spreche ich die reine Wahrheit, biblische Wahrheit, biblisch fundierte Wahrheit, auch in der Geschichte. Und das ist heute eben politisch unkorrekt. Und wenn sich da Das Leute auf den Schlips getreten fühlen und dann dieses Video flaggen, dann ist mein Kanal von heute auf morgen weg. Dann sind die ganzen knapp 800 Videos, die ich bis jetzt hochgeladen habe, ich glaube 750 oder 760 sind es im Augenblick. 777 waren es heute. Aber ja, gut. Also, und dazu kommen meine anderen Kanäle dann noch. Dazu kommt noch mein zweiter Kanal, mein dritter Kanal und mein vierter Kanal. Also, und dann kommen die ganzen Videos, die ich da weggeschmissen habe, auch schon wieder. Ich habe aus Joggler66, ich glaube, 100 Videos rausgeschmissen, die ich am Anfang meiner YouTube-Karriere hochgeladen habe, die heute nicht mehr relevant sind oder hinter denen ich nicht mehr stehe und die sowieso nicht viele Klickzahlen hatten, die habe ich dann Ja. runtergeschmissen. Und der Punkt ist ganz einfach, das kann von heute auf morgen kann das weg sein. Nur weil irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt und meint, mich angeben zu müssen. Und das ist eben genau wie in der Inquisition damals. Man ist schuldig und kann nicht mal seine Unschuld beweisen. Weil wenn man mir jetzt gesagt, wenn sich jetzt YouTube mit mir in Verbindung gesetzt hätte und gesagt hätte von, ja, hör mal, du hast da ein Video hochgeladen und da wird das und das drin gesagt, das kannst du aber aus den und den Gründen nicht tun, dann hätte ich zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder hätte ich das Video runternehmen können, ich hätte dieselbe Sache anders sagen können, aber ich mache hier eine Buchlesung. Das ist ein offiziell in 1942 veröffentlichtes Buch von einem anerkannten Schriftsteller, ja, von einem anerkannten Autoren, Leo Herbert Leeman, ein irischer katholischer Priester, der später dann sich bekehrt hat zum Protestantismus und dieses Buch geschrieben hat. Dieses Buch ist nicht mehr erhältlich. Es ist aus Druck genommen. Man kann es im Druck nicht mehr bekommen. Nur noch als PDF und auch das ist nicht so leicht, um das Buch zu bekommen. Also das sagt euch vielleicht, dass das vielleicht ganz wichtig ist, solche Sachen auch mal zu studieren. Und ihr kennt mich, ich hetz nicht gegen die Juden, ich hetz auch nicht gegen Katholiken, ich entblöße sie nur, ich stelle sie nur dar als das, was sie sind, nämlich Sonnenanbeter und abergläubische Heiden. Und mit Freimaurern, da sage ich genau das Gleiche von. Das sind halt Deisten, ja, Mehrgötteranbeter, Satanisten oftmals auch. Und was anderes sage ich nicht. Und das, was ich sage, das sagen Millionen andere. Da bin ich nicht alleine mit. Also ich habe keine Ahnung, weshalb das Video da angegeben wurde und will nur sagen, deswegen ist es immer wichtig, sich solche Dinge runterzuladen. Ich habe da mit dem
Run to Christ, um auf den eben zurückzukommen. Der hatte noch einen anderen Kanal, der hieß Run to Christ Live, den gibt es auch noch immer auf YouTube. Und er organisiert sich auf einer anderen Plattform, das heißt Patreon. Patreon, da komme ich aber irgendwie nicht rein, da spielt die Videos nicht und da verstehe ich nichts von. Das ist wohl irgendwie bezahlend oder was, weiß ich nicht. Und dann habe ich ihm über seinen YouTube-Kanal, seinen zweiten YouTube-Kanal, einen Bericht geschrieben, dass er doch bitte das Video mir zugänglich machen soll. Entweder durch wieder hochladen oder dass wir Transfer machen können. Da gibt es ja so eine Webseite, wo man Daten austauschen kann, bis zu 2 Gigabyte groß. Und da hat er sich dann nicht drauf gemeldet, aber jetzt vor 2 Tagen hat er das Video wieder hochgeladen. Und da habe ich es natürlich gleich runtergeladen und gleich auf eine extra Disk gemacht, dass selbst wenn der Computer mal crasht oder so, dass ich das zur Sicherheit da habe. Und das ist etwas, das sollte man mit vielerlei Arbeit machen, also gar nicht mal nur meine Arbeit oder so, aber es gibt ganz, ganz sicher eine ganze Menge wichtige Videos auf YouTube, wo die unverblümte Wahrheit erzählt wird und wo man sich dann solche Sachen mal runterladen kann. Ja, schau mal, man kann es teilweise deswegen auch nicht nachvollziehen, weil immer mit verschiedener Maß gemessen wird und man kann einfach die Maßstäbe halt einfach, wenn man die nicht weiß, dann tappt man im Dunkeln. Wenn ich sehe, dass jeder einigermaßen harmlose Film, der, wo vielleicht mal ein Körperteil gezeigt wird, dann mit FSK 12 oder 16 belegt wird und gleichzeitig aber Verbrechen, die begangen worden sind. Ich erinnere mich da an ein Kind in einem asiatischen Land, wo eine Atombombe gefallen ist, ohne jetzt genau Ross und Reiter zu nennen, was da die ganze Zeit unbekleidet gezeigt wird, eine Gräueltat des Krieges, das wird dann in Großaufnahme gezeigt. Kriegt also von daher. Genau. Solche Sachen muss ich dann auch nicht verstehen. Atombombe, das war eine Napalmbombe, das war in Vietnam. Ja, okay. Das war dieses berühmte Mädchen, das da von dieser Napalmbombe weglief. Ja, das hat einen Pulitzerpreis bekommen. Muss man dann nicht verstehen, ne? Das ist eben das Heuchlerische in der Antichristenwelt, in der wir leben, Michael. Das ist etwas, was man verstehen muss. Wir leben in einer heuchlerischen Welt. Die Amerikaner sind doch die größten Heuchler überhaupt. Sie haben die allergrößte Pornoindustrie auf der ganzen Welt, aber wenn du in Miami, in Florida, als Frau oben ohne gehst, dann wirst du verhaftet. Mhm. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja? Wenn du in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Flasche Bier auf der Straße trinkst, dann wirst du verhaftet. Du musst das in Papier Tasche oder was weiß ich einwickeln, dass man das ja nicht sieht, was das ist. Und nicht wegen der Marke oder so. Nein, nein, eben weil es halt Bier ist, weil es Alkohol ist. Ja? Das ist doch so ein heuchlerisches Land. Heuchlerischer geht es doch schon gar nicht mehr. Und in abgeschwächter Form haben wir das hier in Europa ganz genauso. Also wir sind hier in Europa nicht viel besser als die Amerikaner. Das nur mal eben dazu gesagt. Ja. Nur gerade um dieses Heuchlerische aufzudecken und dann komme ich zu dem Thema, deswegen wir eigentlich hier sind. Gerade um dieses Heuchlerische aufzudecken, ist es wichtig, dass man die Drahtzieher kennt, die diese Heuchlerei uns alle verpflichten, wahrzunehmen, daran teilzunehmen, soweit wir das wollen. In der Hinsicht haben wir, sage ich jetzt mal, einen freien Willen, um daran teilzunehmen oder nicht. Ein wahrer Christ wird das niemals tun, weil ein wahrer Christ fühlt sich von der Sünde abgestoßen und nicht angezogen. Aber um eben die Drahtzieher hinter diesen Dingen zu entblößen, dafür dient die Lesung dieses Buches, die Geschichte der Jesuiten von Griesinger von 1866, weil wir darin lernen, wie von Anfang an, also seit der Gründung des Ordens, diese Jesuiten es geschafft haben, in den verschiedenen Ländern, die wir bis jetzt alle besprochen haben, Indien, Japan, China, Afrika, Südamerika, Portugal, Spanien, jetzt Frankreich, wie sie es geschafft haben, von Anfang an dort die Machtposition, wenn nicht direkt zu übernehmen, doch nach ihrem Sinn zu beeinflussen. Darum geht's in diesem Buch. Und je besser wir diese Geschichte der Jesuiten verstehen und das, was hier geschrieben steht und teilweise vor 400, 500 oder 300 Jahren stattgefunden hat, je besser wir das übertragen können in unser heutiges Leben in 2018 und dann sehen, wie dieselben Dinge hier passieren, desto eher haben wir auch die Möglichkeit, unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus zu erkennen und uns über die Bibel an ihn zu wenden und nicht in dieser Welt
das Heil zu suchen, was die meisten Leute tun. Hast du da jetzt noch eine Bemerkung zu, Michael, bevor ich mit der Lesung anfange? Hallo? Dann gehe ich mal davon aus, dass ich mit der Lesung anfangen kann. Ja, bitteschön. Auf Seite 239, ich bin noch mal eben zwei, drei Sätze zurückgegangen, um wieder reinzukommen, fangen wir hier an zu lesen. Sie wollten, das, was ich hier blau unterlegt habe, also die Jesuiten, sie wollten, um deutlicher zu sprechen, jetzt sprechen wir eben mal Tacheles, so gut befähigt sein, Magisters der Philosophie und Doktores der Theologie zu kreieren, als die Sorbonne zu Paris, und da man bei ihnen gratis studierte, so hofften sie, so viele Studiosen zu bekommen, dass sie bald ganz Frankreich mit Priestern ihres Zuschnitts und ihrer religiösen Denkungsweise versorgen könnten. Heutzutage ist ihnen das geglückt, denn die Jesuiten sind die Ausrichter aller theologischen Seminare weltweit. Protestantische oder katholische Kirchen, all diese Seminare werden an oberster Stelle geleitet von den Jesuiten. Ja? Und damit sind natürlich alle Priester, Pastoren, Reverends und wie sie auch alle heißen, nach dem Zuschnitt der Jesuiten ausgebildet und lehren das, was sie gelernt haben. Was anderes können sie ja nicht lernen. Ja? Und damit wird die Denkungsweise, die religiöse Denkungsweise der Jesuiten weiter und weiter verbreitet. Gegen solche Anmaßung erhob sich aber die Universität von Paris mit aller Kraft. Und mit ihr machten der Erzbischof von Paris, die Prévots und der Bürgermeister der Stadt, der Kardinal von Châtillon als Kurator der Sorbonne, die sämtlichen Mönchsorden und alle weltgeistlichen gemeinschaftliche Sache. Trotzdem beharrten die Jesuiten vom Hofe und besonders von den Guisen begünstigt auf ihrer Forderung, und da sie dieselbe vor das Parlament brachten, so entstand nun ein Prozess, der über zwei Jahrhunderte lang dauerte, ohne je endgültig entschieden zu werden. Ein Prozess zugleich, durch welchen, weil ihnen die Advokaten der Universität die bittersten Vorwürfe ungeschminkt ins Gesicht sagten, das Ansehen der Sozietät mehr und mehr untergraben wurde. Doch was lag den Streitern Jesu hieran? Sie erlangten ja durch den Prozess den Vorteil, dass ihnen die Königin Regentin von den Guisen bedrängt, die Erlaubnis gab, einstweilen bis zum gesetzlichen Austrag der Sache ihre Schulen zu eröffnen und mit dem Unterrichte zu beginnen, und eines solch ungeheuren Vorteils wegen konnte man sich schon mehr oder weniger schmähen lassen. Oder nach dem Motto, man kann sich ruhig mal eine Backpfeife auf der linken Backe einfangen, wenn man dafür die ganzen Schulen in dem ganzen Land unter seinen Fittichen hat. Nunmehr stand der schnellen Ausbreitung des Ordens Jesu in Frankreich nur noch ein Haupthindernis im Wege. Ein Haupthindernis, nämlich das, dass fast die Hälfte der Franzosen dem Protestantismus anhing. Und selbstverständlich wandten also die frommen Väter all ihren Einfluss an, um die Katholiken Frankreichs in den Kampf mit dem Ketzertum zu jagen. Denn nur wenn letzteres ganz aufhörte, das Ketzertum, konnten die Jesuiten allmächtig werden. Damit will ich übrigens keineswegs gesagt haben, dass die Ursache der bürgerlichen Kriege, die nunmehr in Frankreich ihren Anfang nahmen, rein bloß in den Machinationen der Sozietät Jesu zu suchen sei, dieweil eine solche Behauptung nicht auf Wahrheit gegründet wäre. Das aber will ich sagen, dass jene Kriege nimmermehr so langwierig geworden und nimmermehr mit solcher Grausamkeit geführt worden wären, wenn keine Jesuiten in Frankreich existiert hätten. Beteiligen sich doch die frommen Väter sogar am Kampfe selbst, wie zum Beispiel bei der Belagerung von Poitiers, wo der nachher zum Märtyrer erklärte Bruder Lelio Zanchini die vom Papste gesandten Hilfstruppen befehligte, und in der Schlacht bei Jarnac, in welcher der Vater Ognier die Ehre hatte, den Herzog von Anjou Kürass und Stiefel anzuziehen. War doch in der grässlichsten Bartholomäusnacht, ja, von der habe ich ja schon ein paar Mal gesprochen inzwischen, war doch in der grässlichen Bartholomäusnacht ihr Kollegium zu Paris eines der hauptsächlichsten Bollwerke für ihre Mörderscharen, welche auf die armen Hugenotten losgelassen wurden, während in einem anderen ihrer Pariser Besitztümer,
in ihrem Professhaus nämlich, der Anführer der Blutnachtstruppen Heinrich Herzog von Guise unmittelbar nach dem Mordversuch auf den Kardinal Coligny, also mehrere Tage zuvor, einen sicheren Zufluchtsort gefunden hatte. Doch so viel auch die Jesuiten sich Mühe gaben, in dem großen Kampf zwischen Katholiken und Hugenotten nie einen Stillstand eintreten zu lassen und denselben bis zum Vernichtungskampf zu steigern, so wollte ihnen Letzteres doch nicht gelingen, solange Karl der IX. Und seine Mutter Katharina regierten. Ihre weltliche Herrschaft lag dem Könige wie der Regentin viel zu sehr am Herzen, als dass sie im Ernste daran gedacht hätten, den halben Teil ihrer Untertanen dem Glauben zu opfern. Und so wurden zwar 4 oder 5 Mal der Krieg mit den Hugenotten begonnen, aber jedes Mal nach kurzem Kriege wieder Frieden geschlossen, ohne dem Ketzertum viel Terrain abgewonnen zu haben. Anders schien dies unter Heinrich dem III., der lebte zwischen 1574 und 1589. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Abschnitt, weil Heinrich der III. Ist meines Erachtens der französische König, der das Edikt von Nantes in Wirkung setzt. Anders schien es unter Heinrich dem III., dem Bruder und Nachfolger Karl des IX. Werden zu wollen, denn dieser durch Wollust total entnervte Fürst hatte sich schon als Kronprinz dazu bewegen lassen, ein Mitglied der Gesellschaft Jesu mit Namen Edmund Auger zum Beichtvater anzunehmen. Und welchen Einfluss ein Gewissensrat auszuüben imstande war, das zeigte ja die Geschichte von Portugal nur zu augenfällig, an die wir uns noch erinnern. Ich glaube, es war eher Heinrich der IV., also wahrscheinlich dem sein Nachfolger, will da jetzt nicht was vorwegnehmen. Aber lesen wir einfach mal weiter. Aber leider hatte sich der schwache Heinrich längst daran gewöhnt, seiner ehrgeizigen und herrschsüchtigen Mutter zu allem zu gehorchen, und von dieser Gewohnheit ging er auch als Regent nicht ab. So kam's nun allerdings durch die Bemühungen der Guisen und der mit ihnen so eng befreundeten Jesuiten zu einem neuen Hugenottenkrieg, und zwar zu einem furchtbar blutigen und verheerenden. Doch als die Protestanten, an deren Spitze Heinrich von Navarra nebst dem großen Condé kämpfte, im Verlauf der Jahre 1575 und 1576 einen Platz nach dem anderen eroberten, schloss der Hof am 8. Mai des Jahres 1576 von neuem Frieden mit ihnen und verwilligte ihnen neben einer Menge von Sicherheitsplätzen uneingeschränkte Religionsfreiheit. Ja, also wird das doch hier dahinter gewesen sein. Uneingeschränkte Religionsfreiheit. Man bedenke, Religionsfreiheit. Ja? Religionsfreiheit ist etwas, was Rom immer bekämpft hat. Rom akzeptiert lediglich Religionsfreiheit, wenn sie selbst in der Minderzahl ist, wie damals, oder in der Unterzahl ist, wie damals zum Beispiel bei der Gründung der Vereinigten Staaten. Religionsfreiheit den Ketzern von einem katholischen Könige und in einem Lande, das sich die Sozietät Jesu zum Schauplatz ihrer Herrschaft auserlesen hatte. Kann es noch viel verrückter? Dies durfte in keinem Fall geduldet werden. Allein, wenn es nun auch gelang, den König vom Neuen in einen Hugenottenkrieg zu hetzen, war damit nachhaltig geholfen? Die Vorgänge hatten ja bewiesen, dass das Haus Valois, so hieß der jetzige Königsstamm, nie und nimmer sich herbeiließ, einen Vernichtungskampf mit den Hugenotten zu beginnen, und somit durfte man mit Gewissheit darauf zählen, dass auch ein neuer Krieg wieder mit einem Frieden endigen würde. Überdem, wie musste es erst dann kommen, wenn Heinrich der III., wie zu befürchten stand, ohne männliche Erben starb und der nächste Anverwandte, Heinrich von Navarra, auf den Thron kam? Wahrhaftig, gegen solche Gefahren gab es nur eine einzige gründliche Abhilfe, nämlich die, wenn man die Idee der Universalmonarchie durchführte und dem spanischen Philipp II. Wie die Krone von Portugal, so auch die Krone von Frankreich aufs Haupt setzte. Brachte man so weit, dann durfte man sicher sein, dass das Schwert katholischerseits nicht mehr in die Scheide kam, bis alle Ketzer innerhalb der französischen Grenzen vertilgt waren. Und darum taten auch sofort die Jesuiten den Schwur, diesen Plan um jeden Preis durchzuführen. Doch hüteten sie sich
um das Nationalgefühl der Franzosen nicht zu verletzen, gar wohl ganz offen und ungescheut mit ihren Absichten hervorzutreten, sondern sie gaben dem Kindlein vielmehr einen anderen Namen, nämlich den der Heiligen Liege der aller Katholiken gegen das hugenottische Ketzertum. Zu Häuptern dieser Liege, also Liga, hatten die Jesuiten den Papst, den Antichristen, den König von Spanien und die Guisen auserlesen, und es gelang ihnen leicht, dieselben für ihre Sache zu gewinnen. Den Papst, weil ihm alles daran gelegen sein musste, das Ketzertum vertilgt zu sehen, den König von Spanien, weil ihm die Krone, Entschuldigung, jetzt bin ich hier verrutscht in der Reihe, dem König von Spanien, weil ihm die Krone eines mächtigen Reiches in Aussicht stand, die Guisen, weil sie hoffen durften, unter dem im fernen Madrid residierenden Philipp II. Die ganze Herrschaft in Frankreich ausüben zu können. Aber damit war noch bei weitem nicht alles geschehen, sondern man musste auch das katholische Volk, den katholischen Adel, die kleinen katholischen Fürsten für den Plan gewinnen, wenn derselbe Hoffnung auf gründlichen Erfolg haben sollte oder wollte. Und es schien daher über menschliche Kräfte zu gehen, ein solches Resultat zu erzielen. Allein die Jesuiten unternahmen es und setzten es auch wirklich durch. Vom Jahre 1576 an nämlich, in dem besagten Jahre war die Liege oder der Vertrag zur Entthronung der rechtmäßigen französischen Königsfamilie vom Papst, König von Spanien und den Guisen abgeschlossen worden, durchzogen sie ganz Frankreich als Emissäre und stifteten überall unter dem Volke Assoziationen zur Verteidigung der Religion. Was aber der Grundgedanke dieser Assoziation war, ersieht man daraus, dass jeder, welcher der Brüderschaft beitrat, sich eidlich verpflichten musste, den König von Navarra, den rechtlichen Nachfolger Heinrichs III., zu keinen Zeiten für den Thronfolger zu erkennen. Überdem wurde in den Versammlungen der Verbrüderten, und diese hatten in den Städten, in denen die Jesuiten Kollegien und Professhäuser besaßen, stets bei den frommen Vätern, sonst aber in abgesonderten Lokalen statt, vor allem der Grundsatz gepredigt, dass ein guter Katholik die Religion schänden würde, wenn er je den Absichten des spanischen Hauses oder des päpstlichen Stuhles entgegenträte. Und es waren also jene Assoziationen nichts anderes als Verschwörungen gegen das regierende Königshaus und dessen Erben, das Haus Bourbon. Eine nicht minder große Tätigkeit entwickelten die Jesuiten gegenüber dem hohen katholischen Adel Frankreichs, sowie in Gewinnung der kleineren katholischen Höfe, und überall hatten sie ihre Emissäre, welche sich gleich den geschicktesten Diplomaten zu benehmen wussten. So wird besonders gerühmt, dass Pater Heinrich Samier, ein Mann, dem kein Wagestück zu gefährlich war und der mit einer ganz eigentümlichen Geschicklichkeit alle Rollen der Gesellschaft zu spielen verstand. Bald erschien er als Soldat, bald als Priester, bald als einfacher Vergnügungsreisender, und mit Karten, Würfeln und Weibern war er mindestens ebenso vertraut als mit feinem Brevier. Dabei aber verlor er seine Mission. Mitglieder für die Ligue gewinnen, nie aus den Augen, und operierte in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich, zwischen welchen Ländern er stets hin und her reiste, mit solchem Geschicke, dass man ihn nur den Direktor der Ligue nannte. Eine nicht minder bedeutende Rolle spielte der Pater Claudius Mathieu, welcher unter Heinrichs III. Regierung die Korrespondenz der Guisen mit dem Heiligen Vater besorgte und sich daher beständig auf dem Weg von Paris nach Rom, von Rom nach Paris befand. Ihn nannte man daher gewöhnlich nur den Kurier der Liguisten, und seinem Eifer gelang es, den Papst dazu zu bewegen, dass er anno 1585 die berüchtigte Exkommunikationsbulle gegen König Heinrich von Navarra und den Prinzen von Condé schleuderte. Ein weiterer berühmter liguistischer Emissär war der Pater Ordon Pigenat, ein Mann von fast stürmischer Beredsamkeit, weswegen er auch der Trompeter der Ligue hieß, und überdem sind noch zu nennen die Patres Comolet, Mandosa, Aquillon und Feria, welche alle der Ligue sehr wichtige Dienste leisteten. Kurz,
Die Jesuiten waren die Seele der linguistischen Verschwörung und durch sie allein wuchs sie zu einer Bedeutung und Stärke an, durch welche sie in der französischen Geschichte bekannt ist. Ja, es hätte wenig gefehlt, so wären sie siegreich durchgedrungen und dann hätten die Mitglieder der Sozietät Jesu ganz Frankreich so gut zu ihren Füßen gesehen als Spanien, Portugal und Italien. Darum jubelten sie auch damals in ihrem Innern hoch auf und streckten schon die Hände aus, die großartige Beute zu fassen, als eine einzige übereilte Tat ihnen alle bisher errungenen Vorteile wieder aus der Hand riss und ihnen das ganze französische Reich fast für ewige Zeiten verschlossen hätte. Doch gehört die Erzählung dieses Faktums nicht hierher, sondern in das sechste Buch meines Werkes, und auf letzteres verweise ich daher den Leser. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist die typische Art und Weise, wie der Autor Karl Theodor Griesinger es wunderbar schafft, uns aber wirklich auf, wie man so schön im Englischen sagt, on the tip of the chair, an der Spitze unseres Stuhls, auf den Fingerspitzen oder Fußspitzen stehend warten zu lassen, auf wie geht das hiermit weiter. Wer möchte jetzt, nachdem ich das alles hier gelesen habe, nicht gerne wissen, welcher Umstand dazu geführt hat, dass dieser Plan der Jesuiten ins Wasser fiel und dass sie beinahe ihre Zukunft für immer und ewig in Frankreich verwirkt hätten. Ich, für meinen Fall, möchte das ganz sicher weiterlesen. Und der nächste Teil, in den wir jetzt in das Buch eintauchen, der ist vor allen Dingen für uns Deutsche interessant. Denn im nächsten Kapitel 5 lesen wir die Machtstellung der Jesuiten in Deutschland und den angrenzenden Ländern. Michael, hast du vielleicht einen Kommentar zu dem gerade eben Gelesenen? Ja, mir fällt da dieses Wort Cliffhanger ein. Ja, Cliffhanger, ja. Und zum Zweiten habe ich bei deiner Lesung dieses Kapitels eben doch mal so ein bisschen im Kopf gerechnet und festgestellt, dass das alles passiert ist knapp 50 Jahre, nachdem ja 1534 Ignatius von Loyola den Orden erst gegründet hat. Also in dieser kurzen Zeit diesen Einfluss über verschiedene Länder zu haben, finde ich außerordentlich. Ja, wir hatten ja bereits früher in der Buchlesung gesprochen, wie sie ihre Überseemissionen angepackt hatten, also die Jesuiten in Asien, angefangen in Indien, wie sie dann Japan und China reingegangen sind. Und da sprechen wir auch über dieselbe Zeitspanne, ne? Hauptsächlich das 16. Jahrhundert. Das fing an mit dem Xavier, der nach Goa in Indien kam, und das war bereits in den späten 1540er Jahren, ne? Also gerade eben im Grunde nach der Aufrichtung der Jesuiten. Das ist unglaublich. Die Jesuiten haben natürlich einen Vorteil mit dieser ganzen Sache. Sie können sich immer berufen auf die Infrastruktur der römisch-katholischen Kirche, die in den meisten der Fällen oder in den meisten der Länder schon da ist. Ja? Mhm. In Indien zum Beispiel, ne? Als die Jesuiten nach Indien kamen, da haben sie sich da bei dem höchsten katholischen Stellvertreter da vorgestellt und haben dann ihre Breven und Bullen von dem Papst vorgelegt und gesagt, guck, wir sind hier mit dieser Mission im Namen des Papstes. Ja, was macht der höchste Vertreter des katholischen Glaubens in Indien dann? Der unterwirft sich doch den Jesuiten, ne, wenn die so kommen. Mhm. Und von daher haben sie es natürlich sehr, sehr gut geschafft. In Japan war das was anderes. In Japan mussten sie von null auf anfangen. Und da haben sie sich dann ja auch als Bonzen verkleidet. Ne, Bonzen sind ja nicht Würdeträger, sondern sind hochgestellte Mönche, glaube ich, um das richtig ausdrücken zu können. Und auch in China waren sie mehr oder weniger, hätten sie wieder auf null anfangen müssen, aber da war es auch viel schwieriger. Japan zum Beispiel sind sie komplett rausgeschmissen worden, ne? Eben deswegen. Und das ist natürlich in anderen Ländern nicht. Hier sprechen wir jetzt über Länder in Europa, wo der Katholizismus sich ja zu diesem Zeitpunkt schon über 1000 Jahre lang Zeit hatte zu festigen. Portugal, Spanien, Frankreich und natürlich jetzt Deutschland, wo wir jetzt reingehen. Aber du hast schon recht, wenn man davon ausgeht, dass der Orden gerade eben mehr oder weniger erst gegründet wurde, wie schnell sie eine ungeheure Macht aufgebaut haben. Wenn man das berücksichtigt, Michael, und man schaut dann, wo wir heute, 500 Jahre fast nach der Ordnung, nach der
Einführung des Ordens stehen, dann kann man vielleicht begreifen, wie allmächtig die Jesuiten heute sind und warum sie es so sind und warum sie es geworden sind. Ja. Ja, weil die größte Infrastruktur der Welt dahinter steht. Weil die größte Infrastruktur der Welt dahinter steht, wenn wir von der Infrastruktur der römisch-katholischen Kirche sprechen. Ja. Absolut. Und die Infrastruktur der römisch-katholischen Kirche ist die größte Infrastruktur der Welt, weil sie ist in jedem Land der Welt vertreten mit einer Schattenregierung. Es gibt immer die offizielle Regierung, das ist die, die wir in Deutschland ja auch haben, die Merkel-Regierung oder welcher Kasper da auch immer gerade an der Macht ist. Das ist die offizielle Regierung mit all ihren verschiedenen Hierarchien, Niederlassungen, also auf Bundesebene, auf Landesebene, also Bundesstaatenebene, was wir in Deutschland ja halt Länder nennen. Da gibt es ja die verschiedenen Hierarchien, also angefangen jetzt von der Gemeinde, vom Gemeinderat zum Bürgermeister bis zu einer großen Stadt zum Bürgermeister bis zum Landtag eines Landes und dann die Vertreter der Länder im Bund und so weiter und so weiter. Dasselbe gibt es aber in römisch-katholischer Hierarchie eben auch. Und das ist dann aufgeteilt durch die verschiedenen Diözesen. Und da ist halt der einzelne Priester in der jeglichen Gemeinde der kleinste Ansprechpunkt. Und der höchste Ansprechpunkt in einem jeden Lande ist der Nuntio, also der höchste offizielle katholische Vertreter oder Vertreter des Papstes in dem jeweiligen Land. Meistens ein Kardinal oder doch zumindest ein Erzbischof oder welcher Rang auch immer. Und die haben durch ihre Diözesen und Bistümer eine Schattenregierung aufgebaut, weil die normale Regierung, die wir im Fernsehen immer so sehen, wenn das heißt, Minister dies hat das und Kanzler so und so hat dies und das getan und gemacht und gesagt und bla bla bla, das ist alles abgesprochen mit dieser Schattenregierung, sonst wird das überhaupt nicht funktionieren, weil die römisch-katholische Kirche stellt den Anspruch, dass die spirituelle Macht über der weltlichen Macht regiert. Und die weltliche Macht, die sich diesem Führungsanspruch nicht unterstellt, da gibt es dann Regime Change, wie man das so schön in Neudeutsch nennt. Ja, ja wenn dann, man. Ja, sag mal. Ja, wenn man nur eine spirituelle Macht wäre, bräuchte man ja auch keinen eigenen souveränen Staat und auch keine eigene Bank. Wäre man nur eine spirituelle Macht. Naja, dass Rom es geschickt schafft, sich seit knapp 1700 Jahren unter der Maske des Christentums zu verbergen und nur spirituell zu erscheinen, obwohl es die größte politische Macht ist, die jemals auf der Erde geherrscht hat. Das kann man ja nur dann rausfinden, wenn man solche Bücher liest, wie zum Beispiel das Buch von Daniel, Kapitel 2, das Buch von Daniel, Kapitel 7. Ja, wenn man diese Dinge begriffen hat, wenn man weiß, diese Statue des Metallmenschen, nicht, der Kopf aus Gold und die Schultern aus Silber und die Hüfte aus Messing, wie du mich darauf hingewiesen hast, dass Jazz Messing sein muss anstatt Bronze und dann eben die Beine aus Eisen, das die vier Königreiche darstellt, die ab der Zeit von Daniel auf dieser Welt noch regieren werden, dann weiß man natürlich, dass diese Königreiche immer vor allen Dingen eine weltliche Macht sind. Die spirituelle stand da bis zum heidnischen Rom immer hinter. Ich meine, Julius Caesar hatte seine sogenannten Auguren, seine Weissager und seine Seher und seine Priester, die hatte er auch alle. Er war nicht der Priester, da war die Kirche und der Staat noch getrennt. Das ist ja eben das, was das päpstliche Rom, unter dem wir heute leben, seit jetzt 1500 Jahren ungefähr, unterscheidet von allen anderen Königreichen. Und deswegen steht ja auch in der Bibel geschrieben, dass dieses kleine Horn anders war als alle anderen. Weil eben hier eine Kombination von Staat und Kirche war. Und die Jesuiten haben das ja zum Perfektionismus getrieben und gezeigt, in den Teilen, die wir gelesen hatten, früher in diesem Buch, wo es ging um die Reduktionen von Paraguay, die ich ja in der verborgenen Geschichte der Jesuiten angesprochen hatte, die ich aber auch hier in Griesingers Buch noch viel deutlicher angesprochen habe. Und ja, das sind Teile, die inzwischen natürlich auch wahrscheinlich hochgeladen sind, wenn dieses hier kommt. Aber im Moment sind die noch nicht veröffentlicht. Liegt auch ein bisschen daran, ich bin im Augenblick ein bisschen enttäuscht, das letzte Video, das ich aus dieser Griesinger-Serie hochgeladen habe, Ignatius Loyola als Ordensgeneral und die Freibriefe, die der Orden vom von der römisch-katholischen Kirche erhält, um frei wirken zu können,
ist in über 3 Tagen gerade mal 100 Mal angeschaut gewesen. Das finde ich schon sehr enttäuschend. Und Ja. finde ich ein wenig schade. Ja, das Video, was ich gestern vom Brett hochgeladen habe auf meinem Kanal, ist seit heute Morgen nicht ein einziges Mal mehr angeschaut. Überall, wo ich gucke, steht der Zähler auf 169 Klicks von gestern Abend um 4 bis heute Abend inzwischen jetzt 9 Uhr. 170 Mal angeschaut. Also grauenvoll für ein so gutes Video. Deswegen lasse ich es manchmal ein paar Tage länger stehen, um zu probieren, doch noch Leute dazu zu bekommen, die sich das anschauen. Weil es gerade so eine Buchlesung ist, ja, wenn man den Teil davor verpasst hat, versteht man oftmals nicht, was hier jetzt drüber gesprochen wird. Und ich kann ja nicht jedes Mal ständig wieder darauf eingehen, auf das, was vorher gewesen ist. Ne? Aber vielleicht haben wir einfach jetzt draußen auch zu schönes Wetter, dass sich die Leute halt mehr mit solchen Dingen beschäftigen als jetzt mit einer Buchlesung. Ja, dann Ja, sollten Sie sich ein iPhone anschaffen, wie du das machen würdest. aber ich sehe das jetzt langsam so, wir tun jetzt langsam so ein paar Hörer da draußen leid, die jetzt da mit knabbernden Fingernägeln aus Deutschland sitzen und warten, dass endlich die Geschichte in Deutschland erzählt Ja, natürlich. Ich weiß ja auch, wie ich ein bisschen Spannung aufbauen Ja, kann. ja. Ja. Nein, da gehen wir jetzt drauf. Also die Machtstellung der Jesuiten in Deutschland und den angrenzenden Ländern ist das nächste Kapitel, das wir jetzt hier in dem Buch hineinschauen. Und wir werden uns jetzt anschauen, wie weit wir da heute drin kommen. Und ich denke, da wird einigen Leuten eine Geschichtsstunde hier präsentiert werden, wie sie sie bis jetzt in ihrem Leben vielleicht noch nie zuvor gehabt haben. Die Machtstellung der Jesuiten in Deutschland und den angrenzenden Ländern. Der Autor fährt fort auf Seite 244 in dem PDF. In den vorhergehenden 4 Abschnitten habe ich gezeigt, welch unglaublich großen Einfluss die Sozietät Jesu bei den romanisch redenden Nationalitäten zu gewinnen wusste. Und es hat sich aus obiger Darstellung ergeben, dass dieses Resultat eben wegen des romanischen Charakters der Italiener, des romanischen Charakters der Spanier und so weiter meist sehr leicht und in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit zu erzielen war. Als eine weit halsbrecherische Aufgabe aber mochte es den Söhnen Loyolas erscheinen, sich im Lande der Germanen oder, wie man sich damals ausdrückte, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen festzusetzen und dasselbe ihrem Zepter zu unterwerfen. Doch, was hatten sie gewonnen, wenn sie nicht auch das damals bei diesem bei weitem größte und mächtigste Reich Europas gewannen? Was nützte ihnen ihre Machtstellung in Italien, Portugal, Spanien und selbst Frankreich, wenn derjenige große Staat ihnen nicht tributpflichtig wurde, von dem aus das Ketzer- und Luthertum wie ein reißender Lavastrom sich über die benachbarten Länder und Völker ergoss? Schrecklich. Wohlverstanden schrecklich für die Anhänger Roms und der katholischen Priesteroberschaft sah es, wie ich schon im ersten Buche dieses Werkes gezeigt hatte, damals, das ist zur Zeit der Gründung der Sozietät Jesu und unmittelbar nachher, in Deutschland aus. Denn die meisten seiner Provinzen waren ganz und vollständig vom Papismus abgefallen. Und in den anderen, wo der Katholizismus noch fortexistierte, Bayern, konnte man auf einen einzigen Römling immer ganz sicher 20 oder 30 Ketzerische rechnen. Ja, in Bayern ist das nie so gewesen, das stand da immer vor. Aber das werden wir gleich noch lernen. Die Klöster standen verlassen, weil die Mönche und Nonnen zum allgemeinen Spott geworden waren. Und da man von der katholischen Weltgeistlichkeit kaum besser dachte, so wurde es den evangelischen Predigern ungemein leicht, die bei weitem große Mehrzahl der sämtlichen Kirchen in Besitz zu nehmen. Überdem minderte sich die Schar der dem alten Kirchenglauben treu gebliebenen mit jedem Jahre mehr, und es ließ sich fast mit Gewissheit voraussehen, dass, wenn nicht dem Abfallsfieber ein gewaltiges Hindernis in den Weg gelegt werde, in wenigen Dezennien ganz Deutschland dem päpstlichen Stuhle unwiederbringlich verloren gehen müsse. Darin lag aber noch nicht einmal die größte Trostlosigkeit, sondern diese musste vielmehr in dem Verhältnisse der Duldsamkeit, wenn nicht gar der Freundschaft und Liebe, das sich zwischen Protestanten und Katholiken zu bilden angefangen hatte, gesucht werden. Nach der ersten Aufregung nämlich, welche durch die Lehre Luthers hervorgerufen worden war, und besonders nach Abschluss des Augsburger Religionsfriedens, fingen die Wellen des Glaubenhasses an, sich zu verlaufen,
Und weil das Hetzen und Schüren aufhörte, so hörte auch die schroffe Spaltung zwischen Katholizismus und Protestantismus auf. Beide Teile lernten sich ertragen und wohnten durcheinander, nebeneinander, untereinander, ohne sich zu schimpfen oder auch nur anzufeinden. Ein Teil hat sich, so berichtet im Jahr 1564 der am Kaiserhofe akkreditierte venezianische Gesandte an den Senat seiner Vaterstadt, ein Teil hat sich so sehr bequemt, den anderen zu dulden, dass in den Orten mit gemischter Bevölkerung wenig darauf geachtet wird, ob man katholisch oder protestantisch ist. Aber nicht allein Ortschaften, auch die Familien sind auf solche Weise gemischt, und es gibt Häuser, wo die Kinder dieser, die Eltern der anderen, wo Brüder einer verschiedenen Konfession angehören. Ja, Katholiken und Protestanten verheiraten sich untereinander und niemand achtet drauf oder stößt sich daran. Solchartig waren die Verhältnisse in ganz Deutschland, und dass selbst die den Äbten und Bischöfen unterworfenen Herrschaften, die sogenannten Krummstabsgebiete, hiervon keine Ausnahme machten, ersieht man am besten daraus, dass noch im Jahre 1580, also in einer Zeit, wo der Segen der Duldsamkeit bereits zu schwinden begonnen hatte, der glaubenseifrige Wilhelm V. von Bayern den Bischöfen, deren Kirchsprengel sich bis in sein Herzogtum erstreckte, in einem Rundschreiben den Vorwurf machte, Zitat, sie ließen in den ihrer unmittelbaren fürstlichen Hoheit untergebenen Territorien gemischte Ehen ohne Anstand einsegnen. Ende Zitat. Und an diesem Akt der Duldsamkeit war es noch nicht einmal genug. Nein, sondern viele der katholischen Priesterfürsten Deutschlands gingen noch weiter und stellten an ihren Hofhaltungen gar vollends Männer protestantischen Glaubens als Räte, Richter, Vögte oder sonstige Beamte ein, ohne dass irgendjemand dies anstößig gefunden hätte. Und hier tauchen wir nochmal kurz in eine Fußnote ein, in der der Autor sagt, es sind darüber sehr viele päpstliche Erlasse, die in den bischöflichen Bibliotheken aufbewahrt wurden, noch jetzt vorhanden, und geht aus denselben hervor, dass derlei Anstellungen keineswegs zu den vereinzelten Fällen gehörten. Also das war Gang und Gäbe, diese Vermischung. Und Michael, ein kurzer Kommentar, den ich hierauf geben muss, wo du vielleicht darauf einspielen möchtest. Was sagt denn unser Herr und Meister, die Bibel, was sagt die denn? Was sagt denn unser Gott dazu? Da steht doch geschrieben, vermische nicht das Heilige mit dem Unheiligen. Im Profanen, ja, genau. Ja, ja. Ja. Im Englischen, ja. Don't mix the profane, don't mix the holy with the profane. Ne? Das Heilige nicht mit dem Profanen vermischen. Ja. Und diese Vermischung ist natürlich ein absoluter, also meines Erachtens zumindest in meinen Augen, ein absolut guter Nährboden für Ökumenismus, den frühen Ökumenismus. Und dieser Ökumenismus wird sogar dadurch noch geschürt, wenn man das neueste Werk, was ich jetzt gerade anfange zu lesen, die Schmalkaldischen Artikel von Martin Luther, sich anschaut und darin dann mal eben stehen bleibt, dass zum Beispiel im lutherischen Katechismus, und das ist eine Sache, die kreide ich Luther an bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, dass Luther immer noch sehr viel römisch-katholische Lehre in sich hatte und diese Lehre nicht für sich selbst behalten hat, sondern in seiner Kirche verbreitet hat. Wie zum Beispiel in seinem Katechismus das Streichen des zweiten Gebots, das uns verbietet, uns irgendwelche Abbilder zu machen von Gott, von etwas, was wir im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde finden, uns niederzubeugen zu denen und diese anzubeten. Dieses zweite Gebot, das im römischen Katechismus gestrichen ist, ist im lutherischen Katechismus auf dieselbe Weise gestrichen. Aber wenn man dann den großen Katechismus liest, dann stellt man fest, dass Luther im großen Katechismus dann das erste Gebot dermaßen ausbreitet, dass er auf das Thema eingeht. Aber nichtsdestotrotz hat er damit die Gebote verändert. Ja? Und teilt das zehnte Gebot, oder besser gesagt das neunte Gebot in zwei, genauso wie die römisch-katholische Kirche das tut. Martin Luther hat bis zu seinem Tode Kindertaufe gut geheißen und selbst unterstützt und getan. Und das ist absolut unbiblisch. Ja? Und
dass eben Martin Luther niemals ganz aus der römisch-katholischen Kirche herauskam, hat natürlich damit zu tun, dass wir heutzutage nicht nur in der lutheranischen Kirche, sondern allgemein in den sogenannten protestantischen Kirchen leicht dazu verleitet werden, zurück unter die Fittiche von Rom zu kommen, wie es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ja mehrheitlich passiert ist. 1999 hat die Lutheranische Weltweite Organisation einen Vertrag zur gemeinsamen Glaubenserklärung mit der Kirche von Rom unterschrieben. 2004 haben die Methodisten genau dasselbe gemacht, und das alle beide zufälligerweise am 31. Oktober, ja, ausgerechnet an dem Reformationstag. Und man sieht natürlich schon, gerade wo ich das jetzt hier lese, wir sprechen jetzt hier über die Mitte des 16. Jahrhunderts, die Zeit, wo Martin Luther gerade tot war, der ist gestorben 1546, wir sprechen jetzt hier bis zum Jahre 1580, also gerade mal 30 Jahre später, noch 30, 35 Jahre später, nach Luthers Tod, bereits von dieser Vermischung des Heiligen mit dem Profanen oder des Heiligen mit dem Unheiligen, des Guten mit dem Schlechten, ja? Wo die Bibel ganz deutlich sagt, wie können zwei zusammengehen, außer sie verständen einander. Was hat Belial mit, was hat die Wahrheit mit Belial zu tun? Was hat Weiß mit Schwarz zu tun? Das geht nicht. Und wenn man natürlich untereinander sich verheiratet, das heißt, wenn ein Protestant eine Katholikin heiratet, dann ist die Frage, wie werden dann die Kinder erzogen? Atheistisch? Wie werden dann die Kinder getauft? Wahrscheinlich katholisch, ne? Nehme ich mal an. Da, also ich kann, ich kann dir sagen, dass in den 60er Jahren, wo meine Eltern geheiratet hat, meine Mutter sich zum katholischen Glauben übertreten musste, damit die Heirat verzogen wurde. Also da war es strenger als damals zu 1564. Das ist heute nicht nur bei deiner Mutter so gewesen, das ist heute überall so, dass derjenige zum Katholizismus übertreten muss, dass überhaupt eine katholische Ehe vollzogen werden kann. Das ist heute auch so. Aber ich hätte noch einen, ich will mich jetzt hier nicht zum Verteidiger von Martin Luther raufspielen, da bin ich auch zu wenig im Thema drin, aber ich hätte ein Argument für Luther. Na? Hätte er jetzt den konsequenten Weg beschritten, hätte sich die Offenbarung nicht erfüllt, weil es war ja nur eine scheinbar tödliche Wunde. Wäre er den kompletten Weg gegangen? Naja, es ist interessant, dass du das jetzt so bringst, den kompletten Weg. Ich habe ein Video produziert, 2014, glaube ich, war das. Nothing But the Truth hieß die Serie damals mit Michael Adams, wo auch Tom Fress mit bei war. Damals haben wir eine Sendung gemacht, 3 Stunden lang. Die hieß in Englisch Nothing But the Truth, Why Didn't the Reformers Go All the Way? The Sabbath Question. Also ins Deutsche übersetzt, nichts als die Wahrheit. Warum sind die Reformatoren nicht den ganzen Weg gegangen? Die Sabbatfrage. Und da klären wir drin, dass zum Beispiel nicht nur, aber auch Martin Luther andere Dinge zu tun hatte, als sich mit dem Sabbat zu beschäftigen. Und der Sabbat, das Halten des Ruhetages, den Gott ordiniert hat in der Schöpfungswoche, als den 7. Tag der Woche, den Samstag, ist der Punkt, mit dem der Erzbischof von Reggio in der 17. Sitzung des Konzils von Trient zwischen 1545 und 1563 die Protestanten abgeschmettert hat und einen Grund hatte zu sagen, ihr seid nur Rebellen. Wenn ihr sagt, ihr steht auf sola scriptura, die Schrift und die Schrift alleine, und die Schrift deutet in keinem einzigen Wort an, dass der Sabbat vom 7. Tag der Woche auf den 1. Tag der Woche verändert ist, weil das ist das Markenzeichen der römisch-katholischen Kirche. Wenn ihr also die Bibel alleine propagiert, aber in der Sabbatfrage den Sonntag heiligt, dann seid ihr nichts anderes als Rebellen. Und nachdem der Erzbischof von Reggio diese Rede gehalten hat in der 17. Sitzung, da fingen sie an, die Protestanten zu verdammen. Und das Konzil von Trient wurde dann abgeschlossen mit 125 verschiedenen Fluchen oder Flüchen, Anathemas, wie man so schön sagt, Verfluchungen der protestantischen Lehre. Und das nur, weil nicht nur Luther,
sondern alle anderen Protestanten auch, sich da nicht dran gewagt haben. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wo ich das gelesen habe, aber ich habe mal gelesen, dass Luther angesprochen auf den Sabbat sagte, ich habe andere Hühner zu rupfen. Ich kann mich jetzt nicht auch noch mit dem Sabbat beschäftigen, das wäre einfach zu viel. Hat er das so gesagt? Weiß ich nicht. Ich habe gelesen, dass er das gesagt hat. Es macht Sinn. Wir haben gerade eben gelesen über die Hugenotten. Wir hatten davor schon gehört von den Waldensern und Albigensern, auch diese Völker, die im Süden Frankreichs gelebt haben. Und die die Bibel hochgehalten haben und die den Sabbat hochgehalten haben und durch die Jahrhunderte von der römisch-katholischen Kirche verfolgt wurden, eben weil sie den Sabbat hochhielten. Das war ihr Kennzeichen. Daran hat man sie erkannt und deswegen hat man sie vernichtet. Und die Protestanten haben sich immer an den Sonntag gehalten. Das ist der größte Abfall meines Erachtens, der da drin ist. Weil man kann die Bibel von A bis Z lesen. Von vorne bis hinten, es steht nicht ein einziges Mal darin, dass der Sabbat auf einen anderen Tag verändert wurde. Und jeder, der jetzt wieder mit dem Argument kommt, ja, aber der Sabbat ist auch für die Juden, der hat überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Weil ja, der Sabbat, die 10 Gebote waren ja schon vorher da und der Sabbat stand ja schon vorher fest. Der Sabbat wurde ordiniert in der Schöpfungswoche. Ja, genau. Gott hat genau. In 6 Tagen genau. Die Welt geschaffen und den 7. Tag hat er dafür geschaffen, um sich auszuruhen und um uns die Möglichkeit zu geben, seiner Schöpfung zu gedenken und ihn zu ehren an diesem Tag für die Schöpfung, die er gemacht hat. Und damals bestanden nur 2 Menschen auf der Welt, nämlich Adam und Eva. Da hat noch keiner von Juden oder Israel oder sonst was gesprochen. Also jeder, der mit diesem blödsinnigen Argument kommt, von der Sabbat ist nur für die Juden oder der Sabbat ist für Israel, bla bla bla, das ist alles totaler Quatsch. Und jeder, der erzählt, ja, Jesus hat den Sabbat erfüllt, was ist denn das für ein Quatsch? Wo hat er denn den Sabbat erfüllt? Ja? Das ist totaler Blödsinn. Jesus hat die ganzen Zeremonialgesetze von Moses erfüllt. Das sind auch die einzigen Gesetze, die er erfüllt hat. Alle anderen Gesetze sind noch gültig. Da sind viele Leute, die meinen von, ja, die 10 Gebote sind natürlich noch gültig, aber die ganzen anderen Gesetze, die damals auf Tierhäute geschrieben wurden und die außerhalb der Arche bewahrt wurden, die sind alle ungültig. Ja, das würde ja heißen, dass die ganzen Gesetze, die wir im 3. und 4. Buch Mose lesen, dass die alle ungültig sind, wo es um eine rechte Waage geht, wo es um Werte geht, um Geld geht, um diese ganzen Sachen. Das wäre dann alles nicht mehr gültig, das wäre dann alles erfüllt von Jesus Christus. Wo das denn? Das stimmt überhaupt nicht. Und dass die 10 Gebote abgeschafft sind, ist ja der allergrößte Witz. Ja, wenn das so wäre, derjenige, der das nächste Mal das zu mir sagt, dem sage ich dasselbe, was Tom Fress immer sagt. Bist du verheiratet? Schön. Die 10 Gebote sind abgeschafft? Schön. Dann hast du nichts dagegen, wenn ich heute Abend komme und mit deiner Frau den Beischlaf ausübe, ne? Weil das ist dann ja in Ordnung, ne? So macht Tom Fress das, weißt du? Der nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Und nein, also die Geschichte mit dem Sabbat ist eine Geschichte, da könnte man nicht nur eine eigene Sendung drüber machen, da könnte man eine ganze eigene Serie drüber machen, um den Leuten die Verfehlungen davon zu zeigen. Der Punkt der Sabbatsache ist ja einer. Die Siebentagsadventisten machen das zu einer Erlösungsfrage. Und die Frage ist, ist der Sabbat halt eine Erlösungsfrage, ja oder nein? Jeder, der die Frage mit Nein beantwortet, der muss sich ja auch die Frage gefallen lassen, ja gut, ist denn das sich an das 6. Gebot halten eine Erlösungsfrage, ja oder nein? Das 6. Gebot, du sollst nicht töten. Mhm. Also, in der Bibel steht ganz klar darin, wer ein Gebot übertritt, der hat sie alle übertreten. Ja? Wenn ich nach dem Motto, das 4. Gebot, den Sabbat, das muss ich nicht mehr halten, dann kann ich auch töten, dann kann ich rumhuren, dann kann ich lügen, dann muss ich meine Eltern nicht mehr respektieren, dann kann ich stehlen, dann kann ich begehren, dann kann ich tun und machen, was ich will. Dann ist das Gesetz abgeschafft. Das ist genau die Lehre, die römisch-katholische Kirche in dieser Welt gerne vertreten wissen möchte. Durch zum Beispiel Aleister Crowley, der sagt, tu, was du willst, das soll das ganze Gesetz sein. Ja, ja, und das ist das, wie ich zumindest Jesus verstehe. Ich habe mir die Stelle mal gerade rausgesucht, in Matthäus 5,17. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ja, im Endeffekt hat er ja niemals dem widersprochen, sondern er hat ja letzten Endes wirklich gesagt, also es gibt, für ihn gibt es nur 2 Gebote und in 2 Geboten, die nein, er benannt hat. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, ich bin gekommen, zu erfüllen.
Genau, das, genau. Ja, Und das hast du jetzt gerade eben weggelassen. Das ist aber ganz, ganz wichtig. Was hat er denn ja. erfüllt? Er hat das levitische Gesetz erfüllt. Er hat das Priestergesetz erfüllt. Er ist das perfekte Lamm, das Passover geworden. Er ist unser Hohepriester und unser einziger Priester, den wir noch haben. Damit ist das levitische Gesetz erfüllt. All die anderen Gesetze sind nicht erfüllt, sind immer noch Gegenstand unseres Lebens, heute auch noch. Eine rechte Waage, recht messen, Leute mit Geld bezahlen, nicht mit Schulden, das ist ja alles, was wir machen, das ist ja alles Belug und Betrug in diesem System. Ja? Die ganzen anderen Gebote, du berufst dich darauf, dass er sagt, das erste Gebot ist, liebe den Vater in dem Himmel mit deinem ganzen Genau. Herzen, deiner ganzen Macht, Genau. deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du hast. Und das zweite Gebot ist gleich dem ersten, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Das Genau. ist nur eine Zusammenfassung der 10 Gebote, aber Ja, keine das meine ich Streichung, ganz. aber keine Streichung der 10 Gebote. Aber viele Leute sehen das gerne, dass sie sagen, das ist eine Streichung der 10 Gebote. Und da will ich dann das Folgende zu sagen. Wir haben die ersten 4 Gebote in der Bibel. Die lauten: Ich bin der Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land der Gefangenschaft in Ägypten, und es gibt keine anderen Götter neben mir, oder du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dann das zweite Gebot über die Abbildung, das ich bereits gesagt habe. Das dritte Gebot: Du sollst den Namen deines Gottes nicht in den Schmutz ziehen. Komme jetzt nicht auf die genaue Wortgebung, spielt auch keine Rolle. Und das vierte Gebot: Erinnere dich an den Sabbat und halte den Sabbat, weil Gott hat ihn ordiniert in der Schöpfungswoche. Du sollst dann nicht arbeiten und deine Frau nicht und deine Kinder nicht und deine Mägde nicht und dein Magd nicht und so weiter und so weiter. Das sind 4 Gebote, die handeln alle darum oder gehen darum, wie behandle ich meinen Gott? Wie ist die Beziehung zwischen mir und meinem Gott? Die Ehrerbietung Gottes. Ja, es geht hauptsächlich um die Beziehung, die ich zu ihm habe. Wenn ich meinen Gott ehrerbiete, wenn ich ihn respektiere, wenn ich ihn liebe, wie er mich liebt, wenn ich ihn anbete, wenn ich ihm die Ehre zukommen lasse, die ihm zukommt, dann halte ich diese 4 Gebote. Ich halte diese 4 Gebote nicht, weil ich errettet werden will, sondern ich halte sie, weil ich errettet bin und weil ich ihm damit zeige, dass ich zu Recht errettet bin, dass ich es wert bin, errettet zu werden, dass ich ihn liebe und ich zeige mein wahres Herz zu ihm. Diese ersten 4 Gebote handeln von der Beziehung, die wir mit unserem Herrn haben. Die nächsten 6 Gebote: Ehre Vater und Mutter, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten, du sollst nicht Ehe Ehe brechen. brechen und du sollst nicht begehren deines nächsten Weib und alle anderen Dinge. Ja, du sollst nicht begehren, worauf es im Grunde kommt. Das hat zu tun mit der Beziehung, wie wir Menschen untereinander miteinander sind. So, die ersten 4 kann man eben zusammenfassen in das, was Jesus da gesagt hat, was du gerade vorgelesen hast. Ja, oder was du meintest, von wegen, das erste Gebot, das vornehmste Gebot ist von liebe deinen Vater und ehre deinen Vater im Himmel und mit aller Kraft und aller Macht und mit deiner ganzen Seele, von ganzem Herzen und so weiter. Und die anderen 6 Gebote kann man damit zusammenfassen von: Was du selbst nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Ich belüge mich doch nicht selbst. Ich töte mich doch nicht selbst. Also, normalerweise nicht. Außer die paar Selbstmörder, die rumlaufen. Das sind ja sowieso verlorene Seelen, davon mal abgesehen. War ja Judas Iskariot auch einer. Ne? Du sollst dich töten, du sollst dich stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren und so weiter. Das sind doch alles Dinge, das tue ich doch mit mir selbst auch nicht. Also mache ich das mit meinem Nachbarn auch nicht. Also, das handelt von der Beziehung, die wir untereinander miteinander haben, wir Menschen, und die ersten 4 Gebote, wie wir mit dem Gott umgehen. Ob ich das jetzt definiere in die 4, aber ja, das ist der Punkt. Jesus Christus sagt nur dieses eine Gebot: Du sollst deinen Vater lieben und ehren und bla bla bla, wie ich gerade gesagt habe. Aber wenn ich das tue, dann habe ich keine anderen Götter neben ihm. Dann habe ich nur ihn, weil er sagt, er ist der Einzige. Dann mache ich mir keine Abbilder von irgendwas, was im Himmel, auf der Erde oder in den Wassern unter der Erde ist, weil er verbietet es mir, diese Abbildungen zu machen. Dann gebrauche ich den Namen meines Herrn nicht in fluchender Weise oder wie auch immer das jetzt da geschrieben steht. Und dann halte ich den Sabbat, ihm zu ehren. Verstehst du? Dieses eine Gebot fasst die anderen 4 nur zusammen, weil das eine Gebot kann ohne die 4 nicht bestehen. Und die 4 können ohne das eine Gebot nicht bestehen. So Also. habe ich es auch verstanden. Ja. Deswegen meinte ich auch, vielleicht falsch ausgedrückt, aber deswegen meinte ich auch, dass Jesus im Endeffekt daran dies ja nochmal damit bekräftigt hat. Ja, natürlich, er hat das bekräftigt, ja.
ich habe ja auch, Michael, ich falle dich nicht an in diesem Fall. Ich spreche zu den Leuten, die hier zuschauen und die oftmals ein anderes Verständnis von diesen Dingen haben, eine Interpretation, andere Interpretation haben. Und denen versuche ich deutlich zu machen, dass das so gemeint ist. Weißt du, zum Beispiel, und damit möchte ich das auch dann zum Abschluss bringen, weil wir sind schon weit über eine Stunde jetzt beschäftigt. Aber es gibt eine Sache, die möchte ich mal ganz kurz eben ansprechen. Jesus Christus hat gesagt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann biete ihm auch die linke dar. Und ich kann dir garantieren, Michael, dass mehr als 99% der Menschen, die diesen Satz jemals gelesen oder gehört haben, ihn total verkehrt verstanden haben. Und du vielleicht auch. Ich wollte da jetzt gar nicht widersprechen. Schau, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann biete ihm auch die linke dar. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, Michael, mit welcher Hand schlägt er dann zu? Mit der linken. Mit die rechte Wange. Boah, ist zu Ja. spät am Abend. Was? An die rechte Wange? Von mir aufs rechte, mit der linken Hand, mit seiner linken Hand. Eben. Ja. Trifft er dich dann mit der Innenfläche seiner Hand oder trifft er dich mit der Außenkante seiner Hand? Mit der Innenfläche seiner Nein, mit Hand. der Außenfläche. Ich wische einem doch mit dem Handrücken eine. Okay. Ja? Auf die rechte Wange. Nicht auf die linke. Wenn ich mit der rechten Hand auf die rechte Wange schlage, Ja, dann kann okay, ich das nicht stimmt. mit der Handfläche, dann mache ich das mit der Außenseite. Ja, stimmt. Was hat das aber für eine Bedeutung? Da geht es doch um die Ehre, da geht es doch um jemanden zu ohrfeigen nach dem Motto: von was hast du denn gemacht? Bumm, du Idiot! Und dann haue ich ihm so eine Backpfeife, aber nicht wie ein Kind eine Backpfeife nach dem Motto mit der rechten Hand auf die linke Wange, sondern mit der rechten Hand auf die rechte Wange, mit der Außenseite. Das ist eine Beleidigung. Und wenn ich diesen Beleidigungsschlag erfahre, dann sage ich: von was willst du denn von mir? Hier, meine andere, hau da dann auch drauf. Willst du mich beleidigen? Bitteschön. Da geht es nicht um Pazifismus und um die Hände hochzustrecken und zu sagen: von mit mir kannst du machen, was du willst. Wenn du mich auf die eine Wange schlägst, halte ich auch die andere hin. Nein! Denk mal nach. Wenn ich von einem ganz normalen Menschen, wir sind zu über 90% rechtshändig, wenn mich einer auf die rechte Wange schlägt, darum sagt Jesus Christus nicht, wenn dich einer auf die Wange schlägt, weil da musst du mal schauen, das ist in den modernen Bibeln, ist das korrumpiert. Da steht oftmals nur, wenn dich einer auf die Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin. In der wirklichen Bibel steht drin, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt. Und er schlägt dich dann eben mit der rechten Hand, dann trifft er dich mit dem Handrücken. Und das ist ein anderer Schlag als ein Schlag mit der Handfläche von innen, mit der Handfläche von außen. Und das versteht beinahe niemand, weil die Menschen nicht mehr selbstständig für sich selbst denken können. Und ich war in Geometrie immer schon unterirdisch. Ich auch, mit Mathematik habe ich überhaupt nichts zu tun. Aber der Punkt ist doch, wenn mich einer auf die rechte Wange schlägt mit seiner rechten Hand, dann gebraucht er die Außenfläche seiner Hände und nicht die Handinnenfläche. Dann kriege ich keine Backpfeife, wie ich das als Kind gelernt habe, wie das heißt, die ich manchmal von meinem Vater und vor allem runtergekriegt habe. Die landete aber komischerweise immer auf der linken Seite, weil meine Eltern sind rechtshändig. Ja? Da habe ich die linke Backe voll gekriegt, da habe ich die andere Seite hingehalten, da habe ich auch noch draufgeschlagen. Das kam aber mit links. Und ich habe meine Backpfeifen verdient, das mal eben nebenbei. Aber der Punkt ist, wenn ich einen Schlag auf meine rechte Wange bekomme von einem der, so wie die meisten, ich sage jetzt mal, normalen Menschen sind, nicht, dass Linkshänder nicht normal sind. Mein Sohn ist Linkshänder, ich will den jetzt nicht als unnormal bezeichnen, aber normal sind wir Rechtshänder. Und Jesus meinte in dem Zusammenhang eben, wenn man auf die rechte Wange einen Schlag bekommt, halt ihm dann auch die linke hin, weil da geht es um einen Beleidigungsschlag, da geht es nicht um den Gewaltakt an sich. Ganz, ganz wichtig. So, und jetzt möchte ich dir noch ein paar abschließende Worte überlassen, Michael, bevor ich dieses Video für heute hier zum Abschluss bringe. Wir tun unsere deutschen Hörer so leid. Warum? Wenn wir die jetzt auch einen Cliffhanger haben.
Ja. Aber ich meine, im Endeffekt, viele haben ja auch zum Glück das PDF und wenn sie es gar nicht erwarten, dann können sie ja auch selber noch nachlesen, wie es da weitergeht. Und ich freue mich da schon auf die nächste Lesung und vor allen Dingen freue ich mich darüber, dass wir jetzt zu Deutschland kommen, denn da kommen sicherlich Geschichte auf mich und uns zu, die wir so nicht kennen, die wir so noch nie gehört haben und die dann wahrscheinlich auch wichtig zum Verständnis ist, denn im Endeffekt ist es damals nicht, wahrscheinlich nicht viel anders als heute und da können wir auch sehr viel mitnehmen in die heutige Zeit, denke ich. Ja, das ist richtig. Es ist nichts Neues unter der Sonne, wie bereits in der Bibel geschrieben steht. Es wird halt nur immer wieder neu eingekleidet und deswegen erkennt man es oftmals nicht. Ja, wir haben jetzt also das Kapitel Frankreich hinter uns und sind angefangen mit dem Kapitel Deutschland. Die Jesuiten und ihre Machtwirkung in Deutschland, das interessiert mich auch sehr, weil das habe ich in diesem Zusammenhang, in dieser Deutlichkeit auch bis jetzt noch nicht gelesen. Ich freue mich dann auch auf die nächste, die 24. Sendung dieses Griesinger Buches. Und ich hoffe, dass ihr auch was gelehrt habt und oder dass ihr was gelernt habt und dass ihr weiter was lernen wollt. Und wie Michael gerade richtig gesagt hat, das Buch gibt es gratis im Internet zur Verfügung. Ladet es euch runter, lest es für euch selber. Meine Erklärung soll ja nur hier und da zum besseren Verständnis helfen und außerdem ist es manchmal interessanter, um so etwas zu lesen, wenn man jemanden hat, der es mit einem zusammenliest. Deswegen habe ich Michael ja auch für diese Lesung hier eingeladen. Ist ja auch interessant, jemanden dabei zu haben, der es zusammen mit mir liest und der hier und da Fehler aufdecken kann oder Interpretationen geben kann oder Denkanstöße geben kann, die man eben alleine von sich selber nicht hat. Auf jeden Fall war es schön, dich dabei zu haben, Michael. Ich danke dir für deinen Besuch hier. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal wieder die Möglichkeit haben, zusammenzukommen und nochmal eine Lesung so zusammen zu machen. Und ich danke den Zuhörern und Zuschauern für ihre Aufmerksamkeit, für ihre Kommentare. Und bevor ihr kommentiert, denkt gründlich darüber nach, was ich gesagt habe. Ist das wirklich nötig, da zu sagen von Jörg, da hast du nicht recht? Oder ist das beim näherem Hinsehen vielleicht so, dass ich doch recht habe, nur dass es euch bis jetzt noch nie aufgegangen ist? Geht mir auch oftmals so, dass man erst bevor man irgendeinen Kommentar schreibt, besser zwei- oder dreimal über solche Dinge nachdenkt und seine eigenen Studien anstellt. Und bei diesen eigenen Studien, und damit möchte ich es belassen, denkt daran, die Bibel und die Bibel alleine ist die einzige Wahrheit, die wir in dieser antichristlichen Welt haben. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.